Ja, schön, dass ihr reingeklickt habt bei CT Uplink. Wir haben heute was für die Ohren bei uns. Wir haben nämlich Musik gemacht. Außerdem berichten wir von der E3, der Spielemesse in den USA. Danach gibt es was auf die Augen, nämlich von der Display Week, einer Messe, wo es um OLEDs, 8K-Monitore und Glasfasertechnik geht. Und dann erzählen wir euch noch, wie ihr rausfindet, ob ihr ein Computer oder ein Mensch seid. CT Uplink. Also ich höre was. Ja, willkommen in der CT Lounge. Wir haben da mal was vorbereitet. Also wir beschäftigen uns ja nicht immer nur direkt mit Computern und dem ganzen Display-Kram und so weiter, sondern wir sind auch manchmal etwas kreativ und haben Musik gemacht. Hartmut, was hast du getan? Ja, wir haben eine Schallplatte produziert vom Achim Kück Trio mit John Ruoco, Silvia Droste und ganz vielen CT-Lesern, die das Stück remixt haben. Wir hören hier ein Stück von dem Film Janne Marianta, das Ted Distor Quartett. Und wir hatten ja zu Weihnachten einen Remix-Wettbewerb gestartet, wo Leser die Tonspuren von dem Originalsong Game Over herunterladen konnten, am Rechner das Ganze dann remixen konnten. Da gab es dann 125 Einsendungen, was für, also wir machen das zum ersten Mal, eine echt große Zahl war, hat uns alle sehr positiv überrascht. Und dann gab es auch noch eine Online-Abstimmung und jetzt sind quasi frisch aus dem Erzgebirge, aus einer der letzten Schallplattenpressungen Deutschlands, haben wir jetzt auch eine Vinyl-Schallplatte bekommen und eine CD. Okay. Die gibt es jetzt auch im Heise-Shop dann zu kaufen. Und, den Link findet ihr bei uns dann auch unten. Genau. Das steht da irgendwo drunter, genau. Genau. Unter dem Video. Und Audio. Man hört, also auf der CD sind 75 Minuten Musik, auf die Schallplatte passten nicht ganz so viel drauf. Da haben wir uns dann mit neun Remixen aus dem Wettbewerb dann beschränkt. Dafür ist es analog. Es ist analog, genau. Man muss keine Patches oder irgendwelche Updates einspielen. Es funktioniert einfach so, ohne Betriebssystemwechsel, keine Viren, kein gar nichts zum Entspannen. Cool. Prima. Und es ist immer der gleiche Song, aber total unterschiedlich interpretiert. Also das ist auch wirklich spannend, mal zu hören, was kann man aus einem Song raushören. Also wir haben James Bond-Interpretationen dabei, eine Reggae-Nummer von dem Sieger. Dann hier hören wir gerade einen Bossa Nova. Dubstep ist mit dabei auf der CD. Noch ein paar Dance-Tracks mehr. Die, wer die LP kauft, der kriegt das Ganze auch auf MP3. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie das Ganze ankommt. Also der Zuspruch von den Remixern war schon klasse und es hat uns extrem viel Spaß gemacht. Und cool. Das würden wir gerne nochmal machen. Ja, klasse. Ja, dann hört mal rein, ne, wenn ihr Bock drauf habt. Vom Analogen zum Digitalen, nämlich zur CT und zwar zur 9, Nummer 14. Du hast dich ja die letzten Wochen, Tage, hast du dich ja nicht nur mit Musik beschäftigt, sondern auch mit anderen Formen der Unterhaltung. Genau, ich mache ja alles, was irgendwie bunt ist, blinkt und Krach macht und dazu gehören dann auch die Spiele und da war jetzt in dieser Woche die E3-Messe in den USA, in Las Vegas, eine der größten Spielemessen weltweit, wo dann immer die Hersteller dann auch ihre neuesten Sachen speziell für Konsolen und PCs vorstellen. Mhm. Und da waren viele ganz groß gespannt, was macht jetzt Microsoft und Sony und Nintendo, weil es gab jetzt ja von Microsoft, die hatten im letzten Jahr da ziemlich für Aufruhr gesorgt, weil sie ihre neue Konsole um so eine Überwachungskamera Kinect rumgebaut hatten. Ja, ja. Und das fanden eigentlich nur die Microsoft-Manager-Klasse, alle anderen fanden das ziemlich Mist. Kinect, diese Kamera macht man sich auf dem Fernseher, ne? Und dann erfasst sie die Bewegung. Genau. Und täuscht auch, ne? Und sie horcht auch, genau. Man konnte auch Sprachkommando die Konsole dann einschalten. Okay. Und eigentlich sollte das so ein All-in-One-Gerät sein. Das heißt, die komplette Multimedia-Bespaßung mit Fernsehsendung, mit Filmen, mit Musik, mit Spielen. Mhm. So, Spiele waren da nur noch unter ferner Liefen im letzten Jahr. Aha.
So, das fanden die Spieler nicht so toll. Zudem waren sie noch 100 Euro teurer als Sony mit ihrer PlayStation 4. Und in den ersten Monaten blieb die Xbox quasi in den Regalen liegen und die PS4 wurde zu Mondpreisen gehandelt, weil Sony mit der Produktion gar nicht hinterher kam. Und dann haben sie kurz mal bei Microsoft da die Verantwortlichen ausgetauscht und die Neuen haben gesagt, nee, Kamera brauchen wir nicht, wir machen jetzt nur noch Spiele. Ja. Es gab ja auch kaum Spiele für die Kinect, oder? Das war doch schon bei der Xbox 360 so. Also du kannst Sportspiele machen, du kannst irgendwie vor der Kamera winken, aber du kannst eben halt kein komplexes Spiel, kein Rollenspiel oder so davor richtig steuern. Das heißt, dieses ganze breite Massenpublikum, was immer nur mal 5 Minuten so ein Spiel steuern will, das findet das total klasse, weil die wissen nicht, auf welchen Knopf sie zuerst drücken sollen. Die Leute, die sonst Wii gespielt haben vielleicht. Ja. Ne? Genau, Nintendo hat damit angefangen. Ja. Aber dieses Thema ist eben halt endlich. Ja? Also du kannst nicht 1000 neue Spiele dafür produzieren und die ganzen sogenannten Casual Gamer, die kriegen ja ihre Spielchen für die Mittagspause auf ihrem Smartphone inzwischen. Kostenlos. Free to play. Ja. Und was sollen die da sich für 400 Euro eine Konsole kaufen und dann nochmal 70 Euro irgendwie für so ein Spiel ausgeben? Für die Wanze noch. Das machen nur die Hardcore Gamer, die am Anfang so ein Gerät dann auch kaufen. Ja. Und da hat sich Microsoft komplett vergaloppiert. Also sowas habe ich auch, ich mache das ja schon ein paar Jährchen, habe ich vorher noch nicht gesehen. Also wie die da so einen Irrsinn eigentlich machen konnten. Jetzt hat man auf der Messe erwartet, dass sie irgendwie eine neue Strategie vorstellen oder zeigen, wie sie das Problem angehen. Ne? Ja, sie haben jetzt die absolute Kehrtwende gemacht. Sie verkaufen jetzt ja seit wenigen Tagen die Xbox auch ohne Kamera für 100 Euro weniger. Damit können sie mit Sony gleichziehen. Das ist genau der Aufpreis quasi auf die Kamera, ne? Für die Kamera Hardware. Das war der Preis unter zwischen der Sony-Konsole und der Microsoft auch, ne? Genau. Ja. Und die Kamera mit der Sprachsteuerung hat sie auch extrem ausgebremst, weil sie mussten da verschiedene Sprachen, Chinesisch, Japanisch, Italienisch, alles integrieren, damit das auch auf Zuruf dann angeht. Und das hat die Verbreitung extrem ausgebremst. Also die waren ja noch nicht mal in Europa in allen Ländern bisher erhältlich. Und das haben sie jetzt gekappt. Aber es war ja schon mutig mit der Kinect, wenn auch irgendwie nicht so die dolle Idee, aber es war eine neue Idee. Es war was Neues. Jo. So, und jetzt sagen sie sich, nee, neue Ideen sind risikoreich, können wir ganz viel Geld mit verlieren. Also bleiben wir bei unseren Leisten. Und was haben sie gezeigt? Halo. Ja. Nicht ein neues Halo, sondern die alten Halos. 1, 2, 3 und 4, teilweise 10 Jahre alt. Und haben den Leuten gesagt, hey, ihr könnt auf der Xbox One, neueste Konsole, 400 Euro, könnt ihr jetzt Halo 2 Multiplayer wie vor 10 Jahren auf der ersten Xbox spielen. Sehr schön. Dafür brauche ich eine neue Konsole auf jeden Fall. Aber die Leute haben gejubelt. Das heißt, wenn man so geile Spiele hat, dann braucht man auch gar keine neuen Spiele. Nein, es bedeutet, die Hardcore-Fans, die wollen immer das Gleiche, was sie schon kennen. Und aber ein neues Publikum spricht Microsoft damit eher nicht an. Das heißt, sie haben gar nichts Neues? Sie haben dann noch Call of Duty dann gezeigt. Es ist aber die gleiche Klientel. Und dann haben sie ein Spiel, irgendwas mit Overdrive. Was aber auch, es hat alles die gleiche Zielgruppe irgendwie angesprochen. Ja. Und quasi die Tanzspiele und das, was mit Kinect noch gemacht werden könnte, es ist ja nach wie vor, wird es ja verkauft, das wurde dann so in einem Nebensatz erwähnt. Ja, wir haben da noch so ein Tanzspiel und noch so ein Fitnessspiel. Und das kommt irgendwann raus, könnt ihr euch runterladen. Und das war's. Also das heißt, selber keinen Bock mehr drauf irgendwie, ne? Nee, keinen Bock mehr. Sie haben keinen Plan B. Sie haben keinen Plan B gehabt. Plan A ist gescheitert und jetzt brauchen sie erstmal Zeit, um sich zu überlegen, okay, wie können wir jetzt gegen Sony irgendwie gegenhalten? Und das führte dazu, dass sie eine sehr verkrampfte Veranstaltung auch gemacht haben. Bloß nur Spiele, nichts weiter und so. Und das ist jetzt wieder, also zu stark ist das Pendel wieder in die andere Richtung geschlagen. Was ich sehr schade finde, was sich daran zeigt, okay, sie sind ein Risiko gegangen, sind damit auf die Nase gefallen. Und jetzt machen sie nur noch eher so ein konservatives Programm, keine neuen Sachen mehr. Damit kann so eine Plattform aber auf Dauer nicht überleben. Also so als du als Gamer klingt das jetzt nicht so allzu erfrischend, irgendwie gerade was du erzählst. So. Gab es denn auch gute Nachrichten von der Messe? Also sehr viel souveräner ist Sony. Ja, denen steht ja auch wirtschaftlich als Gesamtkonzern das Wasser bis zum Hals. Also die haben Schulden noch und nöcher, Fernsehverkauf, irgendwie kommt nicht richtig in Gang. Weil so das ganze Geld für das Sponsoring der WM. Das heißt, wenn bei denen noch die PlayStation 4 irgendwie floppt, dann können sie den Laden dicht machen. Aber die spielen nicht auf Sicherheit, so wie Microsoft, sondern machen viele neue Projekte, haben irgendwie eine Virtual Reality Brille, die hatten sie ja schon auf der GDC gezeigt. Und dann viele neue Spielideen, nicht mehr nur die gleichen Shooter, sondern die gehen komplett in die Breite. Und wenn da dann mal ein Projekt
daneben geht, das macht da nichts, weil sie haben immer noch 20 andere irgendwie auf dem auf dem Grill. Hast du noch ein zweites Beispiel? Du hast diese Virtual Reality Brille gerade genannt. Also Sony hat sehr viel Zeit sich genommen für Indie-Spiele, und da war ein cooles Spiel von so einem Entwickler, der war kein Präsentationsprofi, sondern der stand zum ersten Mal auf einer großen Bühne irgendwie völlig nervös, hatte aber ein total geiles Spiel gezeigt, nennt sich No Man's Sky. Ist ein großes Weltraumspiel. Er sagt, es ist unendlich groß. Also jeder Planet wird quasi prozedural berechnet. Da laufen dann Dinosaurier rum. Also quasi so in Echtzeit erzeugt. Ja. Von dem Programm erzeugt. Der Entwickler weiß selber nicht, wie viele bewohnte Planeten da eben sind. Bevor wir das alles erklären, zeig doch mal einen Trailer. Wir haben auch den Trailer hier. Also ich hatte das schon eine Weile auf dem Schirm, und ich habe halt mitgekriegt, dass die neulich das Studio also ganz kurz, wurde. Das ist jetzt gerade hier überflutet. Hoffentlich ist auf einem Planeten, und da sieht es eher so nach Ego-Shooter aus jetzt gerade, ne? Da kann man sich, glaube ich, wie so aus Ego-Perspektive einfach bewegen. Es geht auch um Dinos. Genau. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob man da schießen kann, weil der Entwickler hat irgendwie darauf gepocht, dass es eben halt ein Spiel ist, in dem man neue Welten erkundet. Man kann auch mit anderen Spielern kommunizieren und sagen, was hast du denn da entdeckt? Und dann Raumschiffe entwickeln. Mit der Zeit kriegt man dann neue Warp-Antriebe, wo man dann ans andere Ende der Galaxis dann fliegen kann. Das war jetzt eigentlich gerade das Coole und Innovative auch an diesem Spiel. Ne? Also man hat das gerade gesehen, man auf dem Planeten und eigentlich übergangslos ist man in diesen Weltraum geflogen. Und dann fliegt er gleich zum nächsten Planeten, und jeder Planet ist eben halt anders. Ja. Was mir noch so ein bisschen fehlt, gab ja ähnliche Ansätze beispielsweise bei Spore oder so. Genau, ob er jetzt hier dann auch eine Linie reinkriegt, also eine Handlung, was man erlebt. Ob das, wenn das einfach nur prozedural regenerierte Planeten sind, dann ist es irgendwann so, kennst du einen, kennst du alle. Und man muss irgendwie eine Handlung reinbringen, und dazu hat er aber jetzt noch nicht so viel erzählt. Erinnert mich auch so ein bisschen an DayZ. So. Also da war das aus meiner Perspektive auch so, dass es war eine coole Welt und irgendwie coole Möglichkeiten, aber nach so ein paar Tagen hat man sich überlegt, irgendwie, ja, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, was kann ich für Ziele erreichen oder genau. so. Genau, und hier, das sieht total klasse aus. Ja. Und wenn das als Multiplayer-Version dann funktioniert mit anderen Spielern, ist eine super Idee. Und dann auch mit VR-Brille. So, nur was spielen wir in diesem Universum? Das ist so ein bisschen die Frage, aber wir haben ja noch die Gamescom irgendwie im Sommer, wo das dann beantwortet werden kann. Ja, ja, und war auch erstmal so eine Art Prototyp, der vorgestellt wurde einfach, oder? Also die Beta-Version. Also die sind alle in Entwicklung, und vor allen Dingen die coolsten Spiele, da hieß es eigentlich immer, ja, die kommen dann 2015. Also wir sind momentan in so einer Übergangsphase, dass im letzten Jahr war noch PS3 und Xbox 360 aktuell, jetzt in diesem Jahr PS4 und Xbox One. Ja. Und aber es geht rasend schnell, dass die alten Konsolen abgemeldet sind und die neuen jetzt aufspringen und Spiele dann vornehmlich nur noch für die neuen Konsolen produziert werden. Das war beim letzten Wechsel ging das deutlich langsamer. Ansonsten, also so, ich habe noch eine Xbox 360, für mich gibt es bislang auch wenig Gründe, eine neue zu kaufen. Außer, dass ich irgendwelche Spiele dann vielleicht nicht mehr spielen kann, weil es sie nicht gibt. Genau, in diesem Jahr gibt es da noch neues Futter, aber ab nächsten Jahr würde ich sagen, da wird die Luft dann schon ganz schön dünn. Und dann kommen schon die, ich sag jetzt mal, großen Spiele wie The Witcher oder The Order 1886. Halo. Halo 5 dann wahrscheinlich zu Weihnachten 2015. ist also noch ein bisschen hin, wo Microsoft sich da noch was beantwortet. Aber die kommen dann eben halt im nächsten Jahr. Und man muss noch da ein bisschen Geduld haben. Also es lohnt sich jetzt nicht, jetzt im Sommer gleich loszulaufen und jetzt eine PS4 zu kaufen. Sony hat gesagt, inzwischen können sie die Nachfrage dann auch befriedigen. Okay. Da kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Ist ganz nett, was in diesem Jahr da schon kommt. Aber die Knaller kommen dann erst im nächsten Jahr. Ist ja auch nichts mehr zu erwarten, oder? Jetzt ist ja erstmal so ein bisschen Sommerpause. Also sie legen GTA 5 neu auf, was man aber schon kennt vom letzten Jahr. Weil letztes Jahr mit das coolste Spiel dann The Last of Us. Aber das sind eben halt Neuauflagen. Also wir drehen sozusagen eine Sonderrunde in diesem Jahr mit Neuauflagen. Ubisoft zeigt eben halt ihre Sandkastenspiele. Jetzt ist gerade Watch Dogs rausgekommen. In Variationen kann man das dann noch in der Französischen Revolution nachspielen oder auf so einer Insel mit so Verrückten in Far Cry 4. Das ist ganz gut, das unterhält, aber die neuen wirklichen Knaller erwarte ich dann erst fürs kommende Jahr. Zum Beispiel will ja auch Bethesda will jetzt Doom
neu machen, ohne John Carmack. Der macht jetzt ja nur noch VR-Brillen. Da wird dann aber erst auf der QuakeCon was zu erzählen. Das heißt, die E3 hat auch so ein bisschen an Bedeutung verloren. Nintendo war ja nur mit einer virtuellen YouTube-Show irgendwie da. Die haben sich das Geld ein bisschen gespart. Ist recht unkonkret, was sie dort vorgestellt haben, oder? Sie bedienen auch, ich denke mal, ihre Fans. Die kriegen ein neues Zelda und Captain Toad sah irgendwie ganz gut aus. Aber das ist eben halt das Nintendo-Universum, wie man es kennt. Ja, jetzt eben halt in HD. Ja. Ja. Und, aber damit verdienen sie offensichtlich genügend Geld, machen dann noch so kleine Plastikfigürchen dann dazu und damit können sie überleben. Also sie müssen jetzt nicht den großen Multimedia-Wurf machen wie Sony oder Microsoft. Also vor ein paar Jahren kann ich mich daran erinnern, also vor vielen Jahren jetzt auch schon, wo die Wii und so weiter rauskam und auch Kinect irgendwann vorgestellt war, da kam es mir so vor, als würde sich die Branche wirklich ein bisschen verändern, dass ich auch mit anderen Leuten spielen kann, dass andere Zielgruppen erschlossen werden durch diese neue Steuerung und so weiter, dass man nicht mehr den klassischen Controller braucht, den klassischen Ego-Shooter und so weiter. Das ist ja alles wieder weg, oder? Es geht alles wieder zu den klassischen Rennen- und Ballerspielen. Die Herde ist jetzt auf zu den Smartphones umgezogen und auf die Tablets. Da gibt es, wie gesagt, Spielefutter, so viel Zeit hast du gar nicht für lau. Und deswegen bezahlen. Konsolen und die werden genauso wie Vinylschallplatten, für die Audiofans werden die Konsolen eben halt für die Hardcore-Gamer, für die Hobbyspieler, werden die auch in 20 Jahren wird es die noch geben. Ja, aber das ist eben halt eine andere Klientel als jetzt die Leute, die jetzt nur auf ihrem Handy daddeln. Okay. Und insofern ist da die Wachstumsphase ist vorbei, aber die bleiben auf einem hohen Niveau und wenn jetzt VR-Brillen kommen, also bin mal gespannt, wie viel Leuten da dann übel wird, ob das dann nur eine Nische irgendwie bleibt oder ob es der ganz große Knaller wird. Ja. Also Facebook hat sich da ja auch einiges vorgenommen, Sony, mit das sind zwei Großplayer. Genau, da muss man aber auch abwarten. Also die kommen auch erst frühestens, würde ich sagen, Ende nächsten Jahres, weil die Software muss jetzt einfach entwickelt werden. Und da wird es vielleicht auch noch ein kleines Hardware-Update bei den Brillen geben. Dass das dann schöner aussieht. Du hast eine PS4, ne? PS3 hast du noch. PS3 habe ich jetzt. Hast du mal drüber nachgedacht, die zu upgraden zu einer PS4? Oder? Also letztes Jahr im Sommer hatte ich schon überlegt, dass ich eine haben will. Mein Bruder hat sich dann eine bestellt, aber dann habe ich darauf verzichtet und ich habe überhaupt keine Veranlassung gerade da. Also ich kann da immer noch drauf spielen. Ich muss ja GTA 5 immer noch durchspielen. Ich habe jetzt schon ein halbes Jahr. Martin, du hast mittlerweile fast zweimal durch. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch zu tun. Also ich warte. Okay. Ich habe dann eher überlegt, Steam Machine oder sowas für die Oculus irgendwann. So. Das ist halt gut aussieht. Ja, dann Full HD. Wie sieht es bei dir aus? Ich spiele gar nicht. Auch nicht auf dem Handy. Möglichst nicht. Okay, zu viel Zeitverschwendung. Ja. Naja, gut. Du warst auch verreist, ne? Genau, ich war auf einer ganz schicken Displaymesse. Ja. Da treffen sich eigentlich so die Entwickler. Das ist das Tolle. Okay. Display Week heißt sie, ne? Die heißt Display Week, ist immer in den USA, mal an der Westküste, mal an der Ostküste. Diesmal war sie wieder an der Westküste, in schönen San Diego. Davon kriegt man natürlich nichts mit, wenn man da auf der Messe ist, weil wir sind da ja zum Arbeiten. aber da haben sie tolle Sachen gezeigt. Also das ist so ein Blick in die Zukunft. Also was passiert so in den nächsten 2, 3, manchmal auch noch länger hin, Jahren im Bereich der Displays. Also eine Forschungsmesse im Prinzip? Es ist schon so, es gibt da schon auch fertige Sachen, aber die jetzt noch nicht im Markt sind. Mhm. Also die so in den nächsten Jahren kommen. Okay. Und manchmal werden halt auch ganz abgedrehte Sachen gezeigt. Zum Beispiel war, was ich ganz cool fand, ein OLED. OLED ist natürlich angesagt dann auf solchen Messen, auch in etwas größer. Das war so 13,3 Zoll, also so kleines Ultrabook-Größe. Ja. Mit 8K-Auflösung. 8K hört sich erstmal zeigen wir in Originalauflösung. Hört sich erstmal nicht so groß an oder nicht so viel an. Also aber 8K, 8K heißt. Im Prinzip 8-fache Full HD-Auflösung. Genau, richtig, also 8K ist 8000 mal 4000, ungefähr sind 7680, ist ja egal. 8000 mal 4000 Pixel, das heißt 32 Millionen Pixel. Okay. Wow. 16 mal Full HD ist das. Das ist 16 mal Full HD, Ich frage mich immer, wie die rechnen. Full HD ist 1920 mal 1080, ungefähr 2000 mal 1000. Beide Dimensionen. Okay. Und dann haben wir jetzt 4K, das ist das, was jetzt angesagt ist: 4K-Fernseher, 4K-Monitore. Mhm. Das ist 4000 mal 2000, also ungefähr 8000 Pixel. Ja. Und 8K ist 8000 mal 4000. Das ist ja immer in beiden Richtungen doppelt. Ja, okay. Und 4 sind 32, also 32 Millionen Pixel. Okay. Also das Tolle war,
Das hat so eine unglaubliche Schärfe, das wirkt dreidimensional. Wir gucken uns einfach mal parallel an. Das sieht man sogar in dem Video, das war kein 3D-Video, sondern ein 2D-Video. Aber ich finde sogar in dem Video kommt es rüber, das sieht aus wie 3D. Das ist einfach so plastisch. Ne? Das ist so plastisch, weil es eben so fein gezeichnet ist. Und da sieht man jetzt aber auch das Verblüffende, das war ein Entwicklungsmuster. 13 Zoll groß nur, 13 Zoll aber groß. Die Technik. 32 Millionen Pixel wollen angesteuert werden. Für jeden Full-HD-Eingang ein HDMI-Port. Das heißt 16 HDMI-Kabel. Und da sieht man diese Streifen, die gelben. Ja. Das wurde so wie so ein Fächer angesteuert von oben und unten. Aha. Damit sie das Display vollschreiben können, brauchen sie also 16 HDMI. War sehr cool. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Okay. Das ist noch ein bisschen weit weg. Also ist das ist Zukunftsmusik Zukunft. Im Prinzip. Das ist wirklich Zukunft. Was sie aber gezeigt haben ist, man sagt ja immer, bei OLEDs da ist die Auflösung begrenzt. Mhm. Das schien mir jetzt nicht so. Also 32 Millionen Pixel in so einem kleinen Display. Also quasi die maximale Auflösung ist durch physikalische Gesetze so einfach begrenzt, durch die technischen Möglichkeiten. Ja, hätte man so gedacht, dass sie bei OLEDs noch nicht so weit sind. Okay. Sind sie aber. Allerdings war das ein weißes OLED mit Farbfiltern drauf. Das muss man auch sagen. Okay, also nicht das RGB. Heißt? Wie das funktioniert heißt, das? Das ist einfacher zu fertigen. Sie nehmen eine OLED-Schicht, also eine organische Schicht, die insgesamt weiß leuchtet und machen dann rote, grüne und blaue Farbfilter drauf, so wie beim LCD. Ach so. Nur man hat nicht die Winkelabhängigkeit wie beim LCD und das Ding ist natürlich viel schneller. Also OLEDs die OLEDs sind quasi nur die Hintergrundbeleuchtung? Genau, die OLEDs sind quasi die Hintergrundbeleuchtung, aber die schalten schon die einzelnen Pixel. Da ist jetzt kein LCD mehr drin, sondern die OLEDs sind quasi die einzelnen Pixel, die wodurch leuchten. Man zum Beispiel die ausschalten kann? Oder genau, man kann jedes einzelne Pixel ausschalten, hast einen super Schwarzwert, hast eine super Schaltgeschwindigkeit, hast keine Blickwinkelabhängigkeit. Du kriegst halt 32 Millionen Pixel dran. Das war sehr cool. Also ich fand es toll. Also OLED-Sache war noch, Mit was für einer Kamera haben die denn da das Material dann gedreht? Weil stimmt, das nämlich, waren irgendwelche Aufnahmen von der Parade oder so? Ja, das ist das japanische, sowas wie die EBU oder so, also TV-Institut, die machen ja sowas, NHK. Okay. Die machen so Aufnahmen, die üben jetzt eben schon für 8K. Also wir sind noch nicht mal bei 4K, aber die üben schon für 8K. Und die kriegen dann eben so Material. Das ist auch ein japanisches Forschungsinstitut, was das gemacht hat, SEL. Die arbeiten ganz eng mit Sharp zusammen. Sharp hat gesagt, ja, sie wollen das produzieren. Und ich habe mit denen gesprochen. Die haben gesagt, im Prinzip ist die Technik da. Aber erstens muss man es bezahlen können und man kann es auch noch nicht in Serie produzieren. Mhm. Der Schritt aus dem Labor in Serie ist. Ja, und ich meine, also jetzt fängt es jetzt gerade an, dass die 4K-Monitore so halbwegs bezahlbar sind. Ne? Das wollen die wahrscheinlich auch erstmal ein paar Jahre lang verhökern. Ne? Ja, also, aber also ich finde es witzig, dass du gerade dieses Plastische, dieses ansprichst, dass es so dreidimensional aussieht. Das war das Erlebnis, was ich damals selbst bei Full HD am Anfang hatte. Und später bei 4K. Also das ist halt so eine, das ist einfach so genau, wirklich plastischer und weniger zweidimensional, sondern eher so dreidimensional aussieht, als könnte man so in das Bild fassen. Genau. Das war auch das, was ich eigentlich an 4K-Monitoren erst cool fand. Und nicht unbedingt, dass du halt noch die letzte Haarsträhne vom Schauspieler siehst, sondern einfach dieses Gesamtbild und dieses Plastische. Liegt das denn an der hohen Auflösung oder eher an den Kontrasten des sowohl OLEDs? Sowohl als auch, natürlich. So ein OLED hat natürlich super Kontraste, weil der Schwarzwert ist eben aus, also schwarz. Ja. Aber es liegt auch an der Auflösung. Also je schärfer das ist und umso kontraststärker, umso dreidimensionaler wirkt. Es ist wirklich, wir haben schon immer bei 4K gesagt, wie aus dem Fenster gucken, aber das war wirklich so. Ne? Also sehr, sehr cool. Also man muss es gesehen haben wahrscheinlich, um es wirklich cool zu finden. Die Frage war ja auch immer bei 4K, so wofür brauche ich das? Bei Full HD war die ähnliche Diskussion. Das stimmt. Und jetzt wird niemand mehr das hinterfragen, dass es irgendwie cool ist. Oder? Nein. Das ist natürlich immer die Frage, braucht man das? Aber wenn man es mal gesehen hat, denkt man, ja, ist cool, würde ich wohl nehmen. Also bei Spielen ist ja leider noch nicht so richtig angekommen. Ne? Also wir hatten auch schon mal hier im Podcast besprochen, wie teuer das eigentlich ist, so ein 4K-Spiel mal zu anzutreiben. Die sind jetzt sind ja froh, wenn sie in der aktuellen Generation Full HD mit 60 Frames irgendwie schaffen. Das schafft noch nicht mal die Xbox dann immer. Also ist auch immer die Frage, ob dann die höhere Auflösung, was ich da an Renderzeit dann verwende, ob das dann wirklich das Spielerlebnis besser macht oder ob ich einfach sage, nee, wenn ich mehr Rechenleistung habe, dann verdoppel ich die Framerate. Oder zeige eben halt mehr Objekte, die ich dann berechnen kann. Also es ist ja immer so eine Abwägung beim Programmieren. Für was
nehme ich meine Rechenpower, ja. Und es gibt ja diese großen Diskussionen, läuft das Spiel jetzt in 900p, 793,5p oder sind es 1080p? Das ist ja alles Blödsinn. Ja? Es kommt letztlich darauf an, macht das Spiel irgendwie Spaß? Und teilweise können die Spiele auch dynamisch die Auflösung skalieren. Ja, aber wenn sie gut skalieren. Aussehen, ist es natürlich trotzdem also, toll. Ja, aber Spiele können auf Konsolen die Auflösung dynamisch skalieren, um die Framerate konstant zu halten. Mhm. Das heißt, es ist nicht immer 1080p, sondern es kann dann zwischendurch dann auch halt mal ein Halo, das aufgelöst ist. Okay. Es gab auch noch andere coole Sachen. Ja, aber auch noch andere coole Sachen. Sagen wir mal, wir bleiben mal bei den OLEDs. Dann hatten sie auch zum Beispiel ein OLED, was so, was wir ja alle haben wollen, zum Aufrollen. Ne? Zum, ich weiß immer noch so nicht wofür, aber auf alle Fälle, ja. Will man doch, ja. Genau, da haben wir auch ein Video, der machte das Display immer auf und zu und es lief weiter. Okay. Zeigte also sein Bild. Aus, und also kann man sich schon vorstellen, wie kompakt dann Mobilgeräte sein können und man hat trotzdem den großen Bildschirm. Ja. Dass man quasi, zusammengefalteten Smartphone hat und dann machst du auch ein Tablet oder so. Ja, genau, sowas. Aber das ist schon so ewig in der Diskussion. Das haben alle schon irgendwie mal gezeigt und Samsung hat es zum Ausrollen und das, ich weiß, aber da kommt doch nichts, oder? Doch, wir kommen. Aber wie gesagt, es ist ein Blick in die Zukunft. Das ist noch nichts, was wir morgen haben, aber ich glaube schon. Also da sind alle so scharf drauf, da arbeiten alle dran. Das Problem ist bei diesen OLEDs, die müssen ganz fest gekapselt sein. Die dürfen ja kein Wasser abkriegen und keinen Sauerstoff. Okay. Und sobald da irgendwie was kaputt beim Knicken ist, gar nicht so einfach genau. ist, ne? Dass und dann, das nicht müssen sie hinkriegen. Und deswegen ist das so ein bisschen eine Herausforderung. Das ist quasi noch die Schwierigkeit dabei. Also im Wesentlichen. Ich glaube, der größte Vorteil ist, wenn das Handy dann runterfällt, ist das Display nicht mehr kaputt, sondern es ist dann flexibel. Nur das Board ist dann geknickt. Okay. Du hast auch noch was Cooles mitgebracht, was zum Anfassen. Ich hoffe, wir können das jetzt mal zeigen. Ja, müssen wir mal gucken. Also, genau, kannst du mal umschalten, Johannes. Also, das ist ein Stück Glasfaser. Ja, das quasi, ist im Prinzip, also die haben mir das so erklärt, man nimmt Glasfaser. Kannst du nochmal raufpacken? Und zieht die in die Länge. Ja. Und dann, ist das, macht man wieder so ein Bündel zusammen. Und jetzt, das ist eigentlich. Das ist keine Lupe. Nein, das ist nicht vergrößert oder so. Es holt es einfach nur nach vorne. Genau. Also quasi das, was man drunter sieht, ist hier auf diese Fläche dann oben projiziert. Genau. Sieht man in der Kamera leider nicht ganz so gut. Es kommt nicht rüber, aber es also ist, aber es ist wie ein Bildschirm. Also es sieht wirklich wie, als wenn das Papier jetzt hier oben ist oder wenn ich es am Bildschirm halten würde, sieht das, die obere Fläche sieht wirklich so aus, als wäre hier oben der Bildschirm drin. Genau. Und dafür wird es auch benutzt. Also ganz simple Anwendung ist in der Medizintechnik, wo man ja immer alles sauber haben muss und so und alles reinigen können muss und man muss es trotzdem sehen können und fühlen können. Das ist wichtig. Da werden Tasten daraus gemacht. So dass das, was, wo das Ding drauf liegt, die Taste, sieht man dann auch oben sehr gut. Mhm. Ne? Das ist also dieses Fühlbare. Und einer hat das gezeigt, eine Firma Fairlight, die haben einen Mischpult gehabt. Und die Tastenbelegung sollte immer anders sein, je nachdem, was sie gerade mischen. So, und jetzt könnte man sagen, dann brauchen sie 25 kleine Displays, also alle so groß, wie die Taster sind. Das ist aber viel zu teuer. Stattdessen nehmen sie ein Display, packen diese Taster auf das Display und ändern nur den Displayinhalt insgesamt. Okay. Ja. Was natürlich viel billiger ist. Sehr, das wird dann cool. Von dem großen Bildschirm quasi einzeln mit Glasfasern auf jede einzelne Taste geleitet. Genau. Cool. Also es gab das früher mal so eine Tastatur. Genau. Vor Ewigkeit. Ah, so eine Gaming-Tastatur, ne? Ja. Das sollte diese OLED-Tastatur sein. Genau. Ja, die da war es aber tatsächlich so, dass jede Taste ein Display war. Das waren OLEDs, oder? Das waren OLEDs. Aber die kamen ja nicht wirklich. Nein, weil unbezahlbar. Genau. Das war so, das wollten alle haben damals, als man noch kein Geld hatte. Also mit der Technik könnte es jetzt vielleicht auch funktionieren. Mit der Technik könnte man das machen, ja. Die machen es, also wird genutzt, ganz witzig. Okay. Und ist das Material teuer oder ist das? Also die haben, ich habe jetzt leider noch keine Preise rausgekriegt, die haben gesagt, es ist nicht teuer. Also im Verhältnis zu dem, was ein kleines Display kosten würde, ist es gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, so ein Block, das gibt es in verschiedenen, sieht man das in der Kamera? Nee, ne? Hier sieht man die Fäden. Ja, so ein doch, kann ich nochmal. Das ist halt wirklich diese einzelnen Glasfasern, sieht man im Prinzip. So, da vielleicht sieht man es einiges. Ja, man sieht so ein bisschen Glitzern genau, an der Seite. Ja, genau, ne? Das sind die einzelnen Fasern quasi. Also es ist kein Stück Plexiglas einfach. Nee, es ist kein Stück, das sind wirklich Glasfaserbündel. Ja, okay. Der hat mir das so erklärt, die bünden das zusammen, dann ziehen sie es in die Länge, schneiden es ab, legen es wieder zusammen, ziehen es wieder in die Länge, sodass irgendwann so ein dickes Ding da rauskommt. Manchmal tut es mir richtig leid wegen deines Jobs, weil du immer so coole Sachen siehst, aber die man eigentlich wirklich nur wirklich erfasst, wie cool die sind, wenn man sie selber gesehen hat. Das ist echt schwer zu beschreiben, selbst durch so eine Kamera halt. Ja, cool. War ja echt spannend, wa? Ja, fand ich ziemlich gut. Und die hatten ja noch andere Sachen, so mechanische Displays zum Beispiel, so mikroelektromechanisch heißt das, MEM. Der
das war so ganz viele Schlitze, also so eine Platte mit ganz vielen Schlitzen drin, und die ging immer so rein und raus und machte dadurch Licht an, Licht aus. Aha. Also statt beim LCD, da dreht sich das ja immer und leitet das Licht durch oder nicht. Und die machten einfach den Lichtschlitz auf und zu. Aha. Konnten sie es ganz schnell, auch klasse. Okay. Also, so, weiß ich nicht, das hatte ich noch nicht vorher gehört und fand ich irgendwie toll. Also. Ja, mal schauen, was bei uns ankommt. Ja da sind wir auch mal gespannt. Aber ich kann mich erinnern, dass ich vorletztes Jahr, glaube ich, hatte ich das erste Mal gebogene LCDs gesehen. Da war eine Firma, die haben die wirklich so rund. Dann bin ich hingegangen und gesagt, wie geht das? Wollten sie mir nicht sagen. Habe ich andere gefragt, natürlich, man fragt dann ja rum. Konnte keiner erklären. Ja, aber 2 Jahre später kann man das kaufen. Heute kann man von Samsung gebogene Fernseher kaufen. Ja, stimmt. Ja. Also genau, auch mit LCD. LCD. Genau. Vorher hieß es immer nur OLEDs kann man biegen. Ja. Naja, man kann jetzt auch LCDs biegen. Ja, also 8K, sobald es da ist, ne, dann produzieren wir auch in 8K. Müssen wir uns vielleicht doch mal schminken, aber. Auf jeden Fall die Kabel aufheben. Ja, das stimmt. Alle Radiomikas werden es hassen. So, Martin. Ja, bist du sicher, dass du ein Mensch bist? Ich bin ein Mensch, ja. Ich habe doch jetzt lang genug mitgeredet hier. Ich habe das kann ja jeder. Ich habe nicht das Thema gewechselt. Ja, den Turing-Test. Turing-Test, ja genau. Was ist der Turing-Test? Der Turing-Test ist, also Alan Turing hat das vor 70 Jahren oder so vorgeschlagen, dass man also, dass Maschinen dann intelligent sind, wenn wir uns quasi mit ihnen unterhalten können, ohne dass wir merken, dass es eine Maschine ist. Das war ein Informatiker, Mathematiker? Das ist ein Mathematiker, Philosoph, alle Richtungen. Der hat, und Kryptograf auch, der hat im Zweiten Weltkrieg mit entschlüsselt. Und das war so, das ist eher so ein Gedankenexperiment. Also der hat dann gesagt, dass man quasi also per Tastatur, ne, also per Chat kommuniziert, weil klar, wenn man dem gegenübersteht, dann sieht man, dass das kein Mensch ist. Und hat einfach so gesagt, dann wird das soweit sein, wenn das geht, ohne dass er jetzt genaue Regeln oder so festgelegt hat. Also er hat jetzt nicht gesagt, wie lang das dauern muss oder worüber man alles reden muss und so. Hat einfach gesagt, das ist der Punkt, wo Maschinen intelligent sind, und hat dann gesagt, das wird jetzt noch ein paar Jahrzehnte dauern. Und ich war damals auch viel Science-Fiction dabei. Also das ist damals natürlich Blade Runner kam das vor, der Void-Kampftest. Ja. Genau, also das war einfach so ein Gedanke, wie man das irgendwann rauskriegen kann. Und vor, also jetzt schon einer ganzen Weile, ich glaube, das ist jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten, also Blade Runner dann so, dass Leute sich da wirklich dran gesetzt haben und gesagt haben, wir bauen Maschinen oder Geräte, die denen bestehen können. Und haben dann aber natürlich, mussten sie dann doch irgendwelche Regeln festlegen. Also haben dann gesagt, wie lange man mit dem redet, und später auch, dass man also parallel mit einem Menschen und einem Computer redet und dann danach sagen muss, wer war und so. Und am Anfang sind die natürlich alle noch dauernd gescheitert. Genau, und es wurde noch gesagt, dass irgendwie der Test gilt als bestanden, wenn 30% der Leute sich irren. Quasi, also ein Computer für Menschheit, weil also Turing hat einfach nur gesagt, ein signifikanter Anteil. Das musste man jetzt festlegen. Ja. Und das gibt jetzt so verschiedene Wettbewerbe, wo das gemacht wird. Und am Wochenende war jetzt so ein Wettbewerb, wo dann zum ersten Mal eine Maschine den angeblich bestanden hat. Das haben dann auch erstmal alle gemeldet, das stand bei uns auch da. Und dann hat man aber nochmal genauer drauf geguckt, was war denn da nun los? Also was war denn das überhaupt für eine Maschine? Die also es war ein Chatbot. Also es war am Anfang stand da, dass es ein Supercomputer ist. Das stand in ihrer Pressemitteilung. Und dann hat man nochmal geguckt, das ist kein Supercomputer, es ist einfach ein Chatprogramm, wie man schon, man kennt das ja, wenn man, ich glaube, bei der Telekom oder so, wenn man da irgendwo, kann man so eine Frage eingeben und dann sagt der, rufen Sie die Nummer. Ja, rufen Sie die Nummer an und so. Also das ist ja, der ist ja relativ simpel dann. Und so ein Programm war das. Ja. Da arbeiten die schon eine Weile dran, und dann wurde halt langsam so, haben dann die Regeln bekannt gegeben. Also einerseits der hat nicht einfach nur einen anderen Menschen gespielt, sondern einen 13-jährigen Jungen aus der Ukraine, dessen, also für den Englisch eine Fremdsprache ist. Das haben die denn also vorher erzählt. Ihr chattet jetzt mit 2 Jungen aus der Ukraine. Die können Englisch nur als Fremdsprache. Einfach wahrscheinlich um grammatikalische Fehler, weil man dann einfach denkt, ja, der macht das nur, weil er das nicht kann. Wie kamen die denn auf die Ukraine? Das ist eine gute Frage. Also es ging halt um eine Fremdsprache. Ich glaube, es sind russische Programmierer. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich beleidigt ist. Ich glaube, es sind russische Programmierer. Ja. Und das war, also es war einfach der Gedanke, dass man irgendwie erklären muss, dass er halt diese grammatikalischen Fehler wahrscheinlich noch macht. Wahrscheinlich, weil Ukraine jetzt gerade auch die Amerikaner kennen. Genau, das ist jetzt einfach im Thema drin. Und dann haben sie, das war die eine Einstellung,
Einschränkung, okay. Was natürlich schon mal, da ist man dann, also da vergibt man der Maschine viel mehr, wenn da jetzt, wenn die sagen, da sitzt ein IT-Professor dir gegenüber, dann erwartest du andere. Ja, oder einfach, wenn du sagst, nur da sitzt jemand 40-Jähriges. Genau, oder so. Und das war die eine Sache und die andere Sache ist, dass die nur in Anführungsstrichen, nur 5 Minuten mit denen reden musste und zwar 5 Minuten parallel mit diesem Jungen, also da saß dann wirklich ein junger Ukrainer und diese Maschine und da hast du dann 2,5 Minuten Zeit und da kannst du ungefähr 6, 7 Fragen stellen. Und also danach musst du dann sagen, ist das ein Mensch? Und dann wurde der Junge denn auch für einen Jungen gehalten oder für eine Maschine dann? Also das ist ja eben die Frage. Also sie haben sich dann in mehr als 30% der Fälle getäuscht. Okay. Und also es kommt noch, die Jury kommt noch dazu. Also das konnte man dann auch rausfinden. Also es war mindestens ein Schauspieler dabei, der jetzt nicht oft mit solchen Sachen zu tun hat. Der war total beeindruckt davon, dass ein Computer ihn antworten kann. Das war allein schon die Sache. Und das hätte wahrscheinlich auch Eliza dann irgendwie gewonnen. Genau, genau. Also das ist so, so die Geschichte ist schon länger. Ja. Und einer hat seinen Chat ins Internet gestellt, den er mit dem Programm gemacht hat. Den haben wir jetzt auch gerade hier. Kann man mal drauf gucken, das Time Magazine hat den gemacht. Und da, also das sind jetzt 8 Fragen. Das Programm fragt ihn 3-mal, wo er herkommt. Ja. Das würde mir ja schon auffallen, dass da irgendwas... Welche Abschnitte sind jetzt von dem... Also das Schwarze ist, das fragt der Autor. Okay. Und das und die Antworten das Leichte, das nicht Fette, das antwortet der Computer. Und der stellt halt... Also mein erstens Guinea-Pick. Ist auffällig, dass er immer das Thema wechselt. Das ist halt so eine Strategie von den Programmen, die... Damit es nicht zu tief... Wenn das Programm keine Antwort drauf hat, sagt es nicht, ich habe keine Ahnung, sondern sagt, lass uns doch mal über deinen Urlaub reden. Dann denkst du, das wirkt menschlicher, genau. Wenn du auf Dauer wirkt das auffällig. Sobald du einmal darauf achtest, merkst du, dass es eben nicht mehr, dass es eine Strategie ist, dass es einfach einprogrammiert. Weil wenn du den fragst, wie groß bist du oder wann hast du Geburtstag, dann kann der ja wahrscheinlich nicht Geburtstag, antworten. Sag mal, wie war denn dein Geburtstag? Und dann wechselt er, aber er fragt ihn eben. Wobei es auch Menschen gibt, die sowas beherrschen. Natürlich. Also aber seinen Geburtstag weiß man eigentlich, oder? Ja. Also diese Form der Ablenkung. Also es ist natürlich eine Gesprächsstrategie. Also das ist ja jetzt auch nicht, dass man dann sagt, jeder, der das Thema wechselt, ist eine Maschine. Aber in dem Fall fällt es halt auf. Und das ist, also sobald man sich damit beschäftigt. Und deswegen ist es so, dass es eben dann doch, wenn man es jetzt eher, also andere Turing-Tests, die da durchgeführt werden, da muss man 25 Minuten mit der Maschine reden, was einfach was ein ganz anderes Gespräch ist, was bei rauskommt. Und dann ist die nächste Frage, also haben jetzt auch Leute den also man kann das ja richtig kritisieren auch und sagen, dass es einfach nicht einen Menschen ausmacht, reden zu können. Also ich meine, wir haben Computer, die uns schon in Schach schlagen können und Jeopardy und sowas und sicher kann man das mit einer großen Datenbank so simulieren, dass einfach das Gespräch ist. Und da hat einer vorgeschlagen, dass doch eigentlich ein richtiger Test ist, wenn ein Programm, man zeigt ihm Buch oder gibt ihm Film und stellt ihm dann Fragen dazu. Mhm. Oder die simple Frage, guck dir mal die Simpsons an und sag uns Bescheid, wann man lachen muss. Und da ist natürlich noch nicht ansatzweise irgendein Computer in der Nähe. Und das ist ja das, was Intelligenz ausmacht für uns. Also wir können diese Sachen, wir können so viel Verschiedenes. Und es ist eben nicht die spezielle Aufgabe, 5 Minuten lang vorzugeben, dass man ein ukrainischer Junge ist. Ja, vor allem ist es nicht nur dieser einfache Input und dann ein sinnvoller Output, sondern auch Assoziationen und Anpassungsfähigkeit. Wobei ich kürzlich, als ich in Amerika war, musste ich irgendwie anrufen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich angerufen habe. Ich meine beim Flughafen, um irgendwas nachzufragen. Ich habe das Gespräch kurz gehalten, weil es natürlich teuer war. Und habe auch meine Auskunft gekriegt. Und als ich aufgelegt habe, habe ich gedacht, habe ich jetzt mit einer Maschine gesprochen oder hatte der Typ eine Schacke? Der hat mir weitergeholfen, es ist alles geklärt gewesen, aber nach dem Auflegen habe ich gedacht, irgendwas war komisch. Aha. Also da war ich mir unsicher. Vielleicht sind die besser als die. Spricht entweder für künstliche für die Anrufbeantworter oder der Typ war wirklich ein bisschen komisch. Oder für komische Menschen. Genau. Ja, also. Also der andere XKCD, der Webcomic, der hat noch vorgeschlagen, dass der extra Teil des Turing-Tests dann ist, wenn die Maschine dich überzeugen kann, dass du eine Maschine bist. Dann ist, wenn das so weit ist, das ist die wirkliche Aufgabe. Klasse, die noch passieren muss. Okay, schauen wir mal. Turing-Test braucht man ja jemand Zweites, der das beurteilen kann. Also selbst durchführen kann man nicht, aber kann man dieses Chatprogramm also eigentlich selber noch testen? Also das ist online, aber es ist natürlich jetzt seit einer Woche, oder nicht natürlich, aber es ist down. Also im Moment kommt man da nicht drauf. Es ist wohl auch nicht die aktuellste Version, also das wird seit Jahren entwickelt. Das ist eine Version, die irgendwie ein paar Jahre alt ist, aber wenn man sich das jetzt durchliest, der Times-Artikel ist bei uns verlinkt. Also so weit ist das auch nicht entwickelt. Das wäre jetzt das, was ich auch erwarten würde. Also wenn ich das jetzt lese, würde ich nach der dritten Frage, würde ich sagen,
Irgendwas ist komisch. Und okay. Genau, also das. Na, also, wie gesagt, irgendwas ist ja, komisch. Du würdest überlegen, ob derjenige aus der Ukraine kommt. Ich würde überlegen, ob es wirklich ein 13-jähriger Ukrainer ist. Aber okay. Also man kann vielleicht in einer Woche oder muss man mal gucken, ob das dann wieder da ist. Das kann man dann auch nochmal verlinken, wenn es soweit ist. Aber im Moment, also kommen wir dann nicht. Also nach, deiner Meinung nach ist der Turing-Test bislang immer noch nicht bestanden worden. Also ich würde sagen, es ist so noch nicht bestanden, aber ich würde auch andere Regeln anlegen und damit ist es natürlich wieder ein bisschen. Unfair. In Filmen war ja sonst immer der Clou, dass am Ende dann herauskam, dass der Hauptdarsteller dann doch eine Maschine war, aber die ganze Zeit dachte, auch der Zuschauer dachte, es wäre ein Mensch gewesen. Also auch wenn wir dann so weit sind, dass Maschinen nicht mehr selber wissen, ob sie eine Maschine oder ein Mensch sind. Also wir wissen, also ich habe keine Ahnung, ob die Maschine nicht wirklich selbst denkt, dass sie ein 13-jähriger Ukrainer ist. Also das weiß ich nicht. Vielleicht denkt sie das. Ja, sehr, sehr philosophische Frage auch. Ja. Vielleicht sollten wir uns erstmal darauf konzentrieren, ob wir alle in der Matrix leben oder nicht und dann das nächste Problem angehen. Also das wird uns noch beschäftigen, glaube ich. Nur noch, also jetzt aktuell höchstens bei manchen Telefonanrufen. Also, also, da kann man mal immer drüber nachdenken, wenn man beim Flughafen. An welchem Flughafen war das? Das war in San Diego. Da jetzt, aber ich, vielleicht haben die es schon geschafft, Müssen die mal einreichen. Okay. Ja gut, ja, kann man sich Gedanken machen, falls es doch am Wochenende regnet. Wir hoffen mal nicht. Und falls es regnet, könnt ihr auch mal wieder die CT in die Hand nehmen. Genau. Die kommt nämlich an dem Wochenende raus. Heute haben sie schon die Abonnenten in der Hand. Mhm. Und am Montag gibt es die dann auch am Kiosk. Ganz viele andere spannende Themen und auch die, die wir besprochen haben. Könnt ihr mal reinblättern. Wenn ihr keinen Bock habt, vor die Tür zu gehen, gibt es die auch über die App oder als PDF. Und wir sehen uns nächste Woche auf alle Fälle wieder. Mal schauen, ob wir uns wiedersehen, aber irgendwann bestimmt bei CT Uplink, aber in anderer Konstellation nächste Woche erstmal wieder. Twittert uns, schreibt uns auf YouTube, meckert, lobt und fragt. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut erstmal. Ciao. Tschüss. CT Uplink.